so einfach wird die Kiste nicht werden. Und wir freuen uns natürlich auf ein spannendes Spiel Krefeld gegen Neuss. Hier erst einmal die Aufnahme. Das ist mit der Nummer 9, Matthias Greber. Meine Damen und Herren, so, meine Herren, so, ja, so, ja, so, ja, so, Nummer 28, Patrick Schmitz.
Das war schon die erste Hälfte der Begegnung zu der Gesehen gegen die Schwarz-Weiß-Reus. Nach 35 Minuten 2:1 für die Schwarz-Weiß-Reus. Ja. Okay, danke, ich gehe weiter.
Wir haben jetzt gehört, dass das Spiel in Nürnberg nicht gewertet ist. Und das wurde dann am Ende von Saison höchstwahrscheinlich wiederholt. Genau wie vor zwei Jahren bei Nürnberg mit Rot-Weiß Köln, dass sie das Spiel nicht gespielt hatten. Und dann ist schon entschieden, ob UAC in die Playoffs ist oder nicht. So, das heißt, dass das wichtige Spiel für uns vielleicht das letzte Spiel wieder Liga-Verfalschung sein kann. Aber ja, da kann niemand etwas mit. Heute hatten wir einen Punkt holen wollen und das haben wir nicht geschafft. Und was in Zukunft passiert, ist jetzt nicht so wichtig. Heute habt ihr euch hier präsentiert. Ihr hattet wirklich, man spürte es vor, hier mindestens einen Punkt mitzunehmen. Aber es hat am Endeffekt nicht gereicht. Na, das war nicht das Ziel. Das Ziel war, um mit die gleiche Intensivität und die gleiche Griffigkeit zu spielen, als wir gestern gemacht haben. Danke. Und aber was wir gesehen haben heute war, Krefeld war einfach besser als wir. Die waren fitter. Die haben genau gemacht, was die machen mussten. Und wir hatten nicht die Energie, um das echt schwer zu machen. Wir hatten noch eine Chance auf 3-1. Für 3-2, dann hat der Torwart eine unglaubliche Rettung gemacht. Wenn wir das Tor gemacht hatten, dann hatten wir vielleicht noch irgendwoher die Energie holen können, um das die Partie schwer zu machen. Aber wir waren heute nicht in der Lage, wirklich Druck zu machen auf Krefeld. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank erstmal. Links neben mir, Mats Mahn, der eine optimale Punktausbeute mitnimmt aus diesem Wochenende mit seinen Jungs natürlich. Gestern gewonnen gegen den Club an der Alster 2-1, ein bisschen glücklich, aber im Endeffekt verdient. Und heute 4-1 gegen Schwarz-Weiß-Neuss. Trotzdem so ein bisschen skeptisch noch? Ach, jetzt erstmal genießen wir 6 Punkte. Mehr geht nicht, die haben wir geholt, haben ja 2 engagierte Leistungen geboten, nicht immer unser bestes Hockey gespielt, aber sehr konzentriert heute, also mit dem Spiel heute bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Wir haben es geschafft, wirklich sehr viele Kreisszenen zu kreieren. Wenn man da ein bisschen drüber was Negatives finden will, muss man aus diesen Kreisszenen sicherlich mehr Tore machen. Aber erstmal das Gute, dass wir es geschafft haben, uns die zu erarbeiten, relativ wenig zugelassen hinten. Von daher sind wir mit der Leistung heute sehr zufrieden. Ich sitze sofort neben dem Co-Trainer und sportlichen Leiter des CATC, Robin Rösch. Und der ist mit vollem Elan dabei, voller Emotionen. Und der hat heute mehrmals gesagt, das kann doch nicht sein. Jetzt sind wir schon zum 20. Mal im Kreis und nichts passiert. Ja, das ist wirklich das, wo wir heute ein bisschen viel haben liegen lassen. Zum Glück haben die Neusser, denke ich mal, gestern bei dem Punktgewinn in Köln sehr, sehr viel investieren müssen und sehr, sehr viel Körner gelassen. Von daher merkte man, dass ihnen so ein bisschen die Kraft nach vorne fehlte. Und von daher sind wir heute für das Auslassen der Chancen nicht bestraft worden. Stichwort, gestern der Punktgewinn in Köln, das hatte man dem Schwarz-Weiß-Neuss, ihrem Team, nicht zugetraut. Das haben wir gestern hier gemerkt, nach dem Spiel, als es bekannt wurde, dass ihr unentschieden gespielt habt in Köln. Und da habt ihr da wirklich zu viel Kraft gelassen? Ja und nein. Das, was gestern passiert war, das hat heute auch passieren können, mit oder ohne Energie. Das ist einfach, dass du dich selber in das Spiel hältst. Das ist normalerweise, was du siehst heute, geht die erste Ecke geht direkt rein. Ja, und das sind die Unterschiede. Da müssen wir ein bisschen mehr Glück haben. Ich glaube, dass wir statistisch gesehen die beste Eckeabwehr von der Liga haben. Ich glaube, wir bekommen ein Tor tegen in 164 Minuten oder etwas mit die Ecke. Und da musst du heute ein bisschen Glück haben, dass das Tor nicht fällt. Und wie gesagt, der Torwart hat auf 3-2 ein unglaubliches Save. Gestern hatten wir das Glück. Die haben gestern 8 Ecken. Die haben einen kranken Grambusch.
ja, dann ist da sind die Ecken nicht so stark. Und dann halten wir rein, haben wir ein bisschen Glück und dann hast du extra Energie. Und das fehlte heute. An der anderen Seite ist es auch so natürlich, das hat auch höher auffallen können. So, wir haben das Glück nicht gehabt und ja, dann ist die Energie weg. Sie machen einen optimistischen Eindruck auf mich immer noch. Das heißt, Sie haben die Hoffnung auf der Klassenerhalt für Ihre Mannschaft noch nicht so ganz aufgegeben. Ja, ich weiß nicht, ob das Positive ist. Das Positive ist, dass ich glaube, dass wir alle wissen, dass wir vier Spiele, dass uns vier Spiele fehlen diese Saison. Und wenn ich sehe, dass wir mit Jungs von 16, 17, 18, 19 Jahren alt und wie wir jede Woche, jedem Training besser wurden und dass wir jetzt in 2,5 Jahren vier verschiedene Pressen spielen können, drei verschiedene Aufbausystemen und jede Woche versuchen, uns zu verbessern und dass die Jungs da jede Woche für arbeiten, das ist das Positive. Der Abstand zwischen den Top-Teams ist unglaublich groß, aber ich glaube, dass das, was uns stark macht, ist, dass wir das versuchen bleiben. Und natürlich geben wir nicht auf. Das ist, bis zum letzten Spiel werden wir kämpfen, um drin zu bleiben. Das Wunder bestehen. So. Okay, danke schön, Mats. Wenn man die Achse sieht beim CRTC, Niklas Wellen, dann Oskar Deke, Abwehr Linus Butt und dann im Tor ein Marc Appel, dann kann man schon ganz beruhigt in die nächsten Spiele gehen. Ja, die Mannschaft ist stark. Wir haben einen sehr breiten, sehr guten Kader. Das hilft uns. Wir haben natürlich diese Ankerspieler, aber auch die anderen sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und von daher ja, sind wir jetzt mit den 6 Punkten sehr zufrieden, haben nächste Woche ein sehr schweres Spiel beim HTHC. Es ist halt so, dass wirklich in der Liga alle Mannschaften extrem gut sind. Von daher muss man in jedem Spiel alles investieren und hellwach sein. Ja, das werden wir weiterhin sein. Die Ausgangslage ist ganz gut. Von daher sind wir jetzt mit dem Start zufrieden. Und dann nächste Heimspielwochenende, wieder ein Doppelspieltag. Mannheim am Weekend, haben Mannheim HC am Samstag und dann der Sonntag. Dann kommt der TSV. Das sind ja nun auch keine Gegner, von denen man ja, die Punkte schon von vornherein sich gut schreiben lassen kann. Nee, Mannheim HC ist Tabellenführer. Also von daher werden die hier nicht vorbeikommen und die Punkte einfach nur abgeben. Wir haben jetzt, klar, wir haben 2 Wochen, in denen haben wir 5 Spiele. Die ersten beiden haben wir gewonnen. Das ist sehr gut, das gibt Selbstvertrauen und ist auch für die harte Arbeit, die Jungs geleistet haben, hier bei 0 Grad und Schneefall und gefrorenem Platz, haben sie sich jetzt mit dem Wochenende belohnt und von daher tut denen das gut, tut dem Staff gut und jetzt werden wir eine gute Woche hinlegen und dann wollen wir bei HTHC bestehen. Ich bedanke mich bei euch beiden für die Statements und wünsche Ihnen noch einen schönen Rechtssonntag. Das Wetter, Hockey zu Ende, der Himmel geht zu. Hockey beginnt, Himmel geht auf. Bleiben wir dabei, dass es nächste Woche bei den nächsten Spielen dann wieder die Sonne scheinen wird. Dankeschön und eine schöne Woche. Bis demnächst. Ciao. Schon kein Wodka haben, trinken wir es mit dir.